Aluprofile habe ich jetzt geschnitten und das wird dann schlussendlich der Rahmen, der den Wassertank hält und oben die Duscharmatur. Hier habe ich jetzt meine Trennwand, ja, die habe ich hier jetzt mal schön oben mit den Schrauben fixiert. Hier mit meinen richtigen 8er langen Schrauben, also das Ding ist stabil ohne Ende. Dieses Teil habe ich variabel gemacht, damit man es noch verstellen kann, weil ich noch nicht weiß, wie hoch meine Duscharmatur dann im Auto fixiert wird. Und ja, jetzt hauen wir das Ding mal ins Auto, ne? Dann mal ein Tau. Ach, und solltet ihr euch gerade aufregen, kann der Typ nicht mal so eine Karre aufräumen? Sieht ja aus wie bei Josh auf dem Kutter. Joa, das ist halt die größte Herausforderung am Arbeiten auf der Straße, ne? Also hier muss halt alles im Auto sein, muss halt alles im und da am Auto stattfinden und es ist auch sehr wetterabhängig. Aber ist halt so, ne? Und ihr wisst, bekanntlich hat man ja in Hamburg das schönste Wetter in ganz Deutschland. Um die hier unten jetzt festzumachen, habe ich hier meine Nutensteine. Die schieben jetzt hier mal an der Seite rein, wenn die passen. Das hoffe ich mal. Warum passen die eigentlich nicht so gut wie die anderen? Sind die anderen besser? Dann muss man die anderen holen, ne? Butter bei die Fische, kann auch nicht sein. Was ist hier los? Warum sind die anderen besser als die hier? What? The hell, ey. Alter, hier wird doch ja nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Kann ich die ziehen? Okay, ich hole mal eben die anderen Nutensteine, weil die hier. Ist ja die Bosch oder was? Oh, naja. Shittefuck, andere holen. So, hier habe ich jetzt die richtigen Nutensteine. Die schiebe ich mir jetzt hier an die Position. Da soll er hin, da bin ich aber jetzt gespannt, ob ich den da jetzt rankriege. Die kommen natürlich noch nicht an. Ja. Sagen, das sieht sehr gut aus. Der zieht sich ordentlich ran. Morgen wieder fleißig. Zum Jahresende. Da sieht man sehr schön, dass er sich randrückt. Ja, so sieht jetzt also meine Duschseite aus. Das Ding ist jetzt nochmal ordentlich gefasst und ich glaube, da wird sich nichts ausbeulen. Das sieht echt sehr gut aus. Also da brauche ich, glaube ich, keine Angst haben. Das ist jetzt auch nochmal ein spannender Punkt. Und zwar geht es da um diese Position, wo wir unseren kleinen Kofferraum ein bisschen erweitern wollen. Denn wir brauchen ja hinten mindestens 1,50 um unsere Surfboards darunter zu packen. Und aus diesem Grund schwebt ja das Bett ein bisschen überragend über diesen Kofferraum. Diese Ecke muss ich jetzt einmal schließen und das tue ich hier mit diesen kleinen Aluprofilen auch. Und für diese Aluprofile habe ich hier so eine 45 Grad Winkel geholt und entsprechend baue ich mir jetzt da einmal das Untergestell. Ey, krass, also ich habe eben mal Rauch aus meinem kleinen Akkuschrauber aufsteigen sehen.
Ich glaube, ich habe das Ding jetzt mittlerweile mal an seine Grenzen gebracht und ich könnte mal einen neuen gebrauchen. Der hat jetzt seinen zweiten Busausbau durch. Und ich dachte immer, was soll an so einem Ding kaputt gehen, aber ich glaube, der hat seine besten Zeiten jetzt hinter sich. Und es wird mal Zeit für ein kleines Update. Aber ansonsten ist der echt kraftvoll. Ich hoffe mal, der macht noch ein bisschen. Mal gucken. So, jetzt habe ich hier mein Profil rangeschraubt. Dieses Profil kommt jetzt hier hin und jetzt kommt hier auf die Seite nochmal der gleiche Rutsch. So, hier haue ich jetzt mal so einen Verbinderwinkel ran. Und dann liegt der ja schon mal ganz gut. Das ist echt so Lego-Technik. Das ist echt, macht schon echt eine Menge Spaß, ne? Also, das ist so einfach. Und vor allen Dingen, wenn das mal nicht hinhaut, klar, dann hast du vielleicht mal ein Loch schlecht gebohrt oder was. Aber dieses Alu verzeiht ja auch eine Menge. Also von daher kann ich das eigentlich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Klar, es kostet halt vielleicht ein bisschen mehr. Wobei, in den Dimensionen und mit der Gewichtsersparnis ist ja wieder die Frage, mit was baust du das? Ne? Massiv ist die Frage. Und hier kommen jetzt einfach nur 3 mm Platte davor. Und das ist ja halt einfach mega Gewichtsersparnis. Ja, jetzt steht er halt hier ab. Da muss ich noch fixieren. Beziehungsweise kommt der ja jetzt dann auch in seine Position, wenn er hier nochmal sein Winkel bekommt. So, jetzt hat er hier schon mal, hängt er schon mal. Das sieht schon so aus, wenn er genau dahin muss. Und dann fehlt mir jetzt dieser vordere. Klappert das hier oben? Vielleicht, ne? Oder? Ne, da klappert gar nichts. Die berühren sich gar nicht. So, hier habe ich jetzt ja zusätzlich meine Unterkonstruktion, weil ich ja die Boards hier unten in mein Staufach noch legen will. Die brauchen auf jeden Fall eine Länge von 1,50 m. Deswegen ragen auch die Boards hier so ein Teil unter das Bett. Entsprechend muss ich hier nochmal so eine kleine Sonderkonstruktion machen. Das könnte man wahrscheinlich auch alles irgendwie ein bisschen anders machen und der Auszug hätte hier hinten sitzen können. Dann wäre er allerdings schwebend gewesen und die Gewichtsverteilung wäre jetzt nicht direkt runter auf den Boden. Also vielleicht, man weiß es nicht, was besser ist. Ich fand es jetzt einfach schöner, dass die Gewichtsverteilung direkt hier über den Boden abgestützt wird und nicht nochmal hier so freischwebend ist. Ich habe jetzt hier so ein Schwerlastnutensteinchen reingeschoben und jetzt schraube ich hier vorne meinen Winkel ran. Diesen Winkel brauche ich, um eigentlich meine Verkleidung dann davor zu bringen. Also die hat jetzt gar nichts mit der Konstruktion selber zu tun, sondern eigentlich nur um anschließend, na, ist die gar nicht magnetisch, um anschließend halt einfach meine Verkleidungsplatten davor zu hauen. Als Anschlag quasi. So sieht es jetzt aus. Jetzt haben wir hier 45 Grad. Hat er gezogen. Warum zieht er nicht? Oh, das ist ein Digge. Jetzt sieht es auch. Digge. Das ist ein Digge. Ist auch ein Digge? Nee. Ah, muss man die dünnen nehmen. Ich habe hier nämlich die gleichen Nutensteine, einmal allerdings mit einem M6er und einmal mit einem M8er Gewinde. Von daher mich gerade
vertauscht. Also kommt jetzt hier mein M6er rein. So, und jetzt kann ich den Wickel da auch anschrauben. Na guck mal, das passt doch hervorragend. So, perfekt. Guckt euch das an. Ist das nicht schick? Selbst mit Aluprofilen kann man sogar eckig und krumm bauen. Das ist doch wohl geil. So, den habe ich ein bisschen weiter weggesetzt, weil der halt hier ein bisschen mehr Abstand haben soll. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also nicht, dass ihr denkt, das sieht ein bisschen gefuscht aus, sondern der hat halt Abstand, der hat halt hinten noch Abstand. Damit ich hier vorne bei meinem Auszug, brauche eigentlich nicht, aber sollte ich mal querschieben oder so, es ist halt Luxusluft, ne? Braucht man nicht unbedingt, aber ich habe die jetzt einfach mal gesetzt. So, das Ding ist auch Bombe, 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 dicke fest. Richtig fest, auf jeden Fall. Ich hatte mir noch überlegt, diesen Lattenrost zu sichern, nicht, dass der während der Fahrt einfach mal ungewollt rauskommt. Das wollte ich eigentlich mit so einem Riegel tun. Aber schlussendlich habe ich mir jetzt überlegt, ich nehme hier einfach solche kleinen Magneten. Die haben eine Aufbauhöhe von 5 mm und passen damit hervorragend zwischen meine Konstruktionsgestelle hier vom Lattenrost. Und diese Magneten haben halt unterschiedliche Anziehkraft. Ich glaube, das ist jetzt einer mit 7 Kilo. Und wenn ich da 2 oder 3 dazwischen packe, dann ist dieser Lattenrost auch hervorragend gesichert und ich brauche mir da keinen Kopf machen. Bisher lief alles so toll. Und jetzt habe ich ein Loch der Schande. Wollt ihr es mal sehen? Okay, ich zeig's euch. Es ist da. Oh, ich habe aus Versehen von der hinteren Seite durchgebohrt. Und zwar habe ich hier wieder mit diesen Kombi-Gewindebohrern halt ein Gewinde geschnitten und plötzlich hat das Gewinde so gezogen, dass er vorne einfach durchgebohrt hat. Zip! Ging plötzlich ganz schnell. So eine Scheiße. Ja, ich glaube, an der Stelle muss ich jetzt den Busausbau abbrechen. So kann ich nicht weitermachen. Ja, so richtig gemütlich ist das noch nicht. Aber mit einer Matratze drauf könnte sich das schon ändern. Vielen Dank fürs Anschauen dieses kleinen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir gefällt das Ding richtig, richtig, richtig gut. Ich bin sauglücklich, dass es so gut funktioniert hat und auch verhältnismäßig einfach zu bauen war. Jeder, der es nachbauen will, macht ruhig. Also habt keine Angst davor, das funktioniert mit den Schwerlastauszügen problemlos. Guck mal, ich habe jetzt hier schon die zweite Bettkonstruktion. Auch die wird wieder richtig spannend. Und wenn ihr Bock habt und wissen wollt, wie es weitergeht, dann folgt uns doch. Richtung Himmelblau.